Juhu! Hallo Freunde, ich bin wieder fertig. Karton 2 ist soweit. Und natürlich zeige ich ihn euch jetzt, ne? Habe ich ja versprochen, dass ich jeden Karton mal zeige. Ah, das Ding wird immer größer. Und ich habe heimlich schon ein bisschen weitergebaut. Ja, ich habe die Teile von Karton 3, von der ersten Tüte, habe ich eh schon wieder ein bisschen weggebaut, damit man sieht, wie weit man mit Karton 2 kommt. Also echt, das Ding wird immer größer, immer schwerer. Echt toll, echt genial. Es ist Montag früh. Ich bin dann auf dem Weg zur Arbeit und ich dachte mir, ich mache noch schnell das Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Deswegen mache ich es ja, ne, und zeige es euch. Und naja, Karton 3 ist ja schon im Gange, aber das mache ich dann Wochenende wieder, wenn ich zu Hause bin. Bin ja die ganze Woche auf Montage leider. Aber naja, dafür ist der Bauspaß, die Baufreude dann umso größer, wenn ich Wochenende nach Hause komme. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich versuche, ja, letztes Mal war es auch wieder so lang. Ich versuche ja immer so kurz wie möglich die Videos zu machen und so schnell wie möglich zu reden. Ja, es ist aber wirklich nicht so einfach. Also ich kann es verstehen, also dass die Videos doch ein bisschen länger werden. Ich möchte euch dann noch einen alten Technik-Hubschrauber zeigen. Den habe ich dann von meiner Schwester noch bekommen. Geschenkt bekommen. Den hat sie gefunden. Da bin ich echt begeistert. Und Adventskalender, Adventszeit, Dezember ist ja, ne? Da habe ich jeweils von Marvel und von Star Wars drei Türchen aufgemacht. Die zeige ich euch dann. Und das werde ich einmal die Woche machen. Also einmal Wochenende, wenn ich nach Hause komme, Video schneiden, Video machen. Ja, schneiden tue ich ja nicht. Ich nehme ja einfach nur auf. Video machen dann nächste Woche von Karton 3 und dann euch die vom Adventskalender die Türchen zeigen. Das sind von Montag bis Samstag oder Sonntag dann, je nachdem wie ich das Video mache. Ne? So Leute, ich zeige es euch jetzt mal. Ui, also das ist nicht so einfach, die Kamera vor mir zu haben und die Hände ziemlich weit auszustrecken. Ich muss mir da echt mal was anderes einfallen lassen. Aber das Gute ist, Kobi hält gut zusammen, also kann ich es eigentlich schön überall anfassen. Jetzt versuche ich es mal mit Licht gut hinzubekommen. Mal ein bisschen seitlich hier. Wie gesagt, ich bin ziemlich weit gekommen jetzt, ne? Der Oberbau, der ist schon ziemlich fast so weit durch. Jetzt kommen dann später, wie gesagt, Karton 3 habe ich schon angefangen, kommen dann hier die Lüftungen rein, Motor und so und dann hier Abdeckung und die Kettenglieder. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Der Aufbau hier, also Tüte 1 war ja unten unter Unterwagen, sagt man, oder wie? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Also dass der untere Teil hier. Dann habe ich hier jetzt drauf gebaut. Das ist natürlich Druck. Auf der anderen Seite genauso. Ich versuche es euch dann zu zeigen. Innen auch alles Druck. Hier. Ne? Ah, Moment. Hier, so sieht das gut aus. Wenn ich es umdrehe, da ist auch noch ein Druck. Hier, Antriebsstrang. Hier unten. Oh, ja, das sieht man jetzt schlecht ohne Licht. Hier unten das Lenkrad. Moment. Ups, so wird es besser. Hä? Ja. Kabine. Dann für den zweiten Schützen hier noch so ein Notsitz. Kanone. Ne? Kann man leider nur ein bisschen hin und her bewegen. Das war es aber schon. Auf und ab geht gar nichts. Feuerlöscher, dann ich denke mal, dass da hinten sind die Batterien. Ne? Was das Orange ist, Moment. Oh, ui, ui, ui. Ist gar nicht so einfach. Was das Orange hier sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr. Vielleicht wisst ihr das. Aber auch cooles Detail. Gefällt mir hinten. Ne? Das müsste der Auspuff, Puff.
Ja, wie gesagt, wieder bedruckt. Echt toll. Das ist alles Brickbild. Echt schön, echt toll. Ich bin begeistert. Bis jetzt hatte ich leider ein Fehlteil. Ich konnte es ersetzen. Aber das war im Karton 3. Obwohl, das könnte ich euch schnell zeigen. Man baut ja hier immer stückchenweise. Und dann setzt man es dran. Das ist ja das Gute. Man muss nicht die ganze Zeit das Set in der Hand, also hier auf vom Tisch halten und klemmen, weil ich habe ja eh kaum Platz. Dann ist der Laptop hier und dann ist die Anleitung hier, dann noch die Steine und dann noch das große Set dazu. Na, wo ist es denn hier? Genau, ich hatte hier ein Fehlteil. Also das hier, das ist ein Baurichtungsumkehrstein. Der geht hier um 90 Grad. Der sollte eigentlich in der Farbe sein. Ich hatte ihn zwar noch hier, aber kein Problem, kann man bei Kobi nachbestellen, nachordern. Das ist kein Problem. Also das ist schon Karton 3. Und das ist schon Karton 3. Das sind hier die Luftkühlungen, die kommen dann hier hinten rein. Die habe ich rausgemacht, dass ihr seht, was Karton 2 ist. Also was bis Karton 2 gebaut wird. Das zeige ich euch dann nächstes Mal. So, jetzt versuche ich es mal auf der Seite. Ob es so besser geht, ja. Ne? Ja, es reicht. Ups, ihr könnt ja ranzoomen im Notfall. Ich muss das noch besser hinkriegen. Ich bräuchte noch mal eine extra Lampe. Ich nehme es ja mit dem Handy auf und leider, das Handy hat zwar eine Taschenlampe, aber es geht leider nicht beim Filmen. Das ist schade. Ich muss mal versuchen, irgendwie mich anders dann hinzusetzen. Oder die Lampen irgendwie anders dahin zu stellen. Hier sieht man es auch, Druck, ne? Also sehr schön. Sehr schönes Detail, sehr schön. Und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe beim letzten Mal, die sind gefedert. Und es sind sogar, ups, es sind sogar vier noch übrig geblieben. Wahrscheinlich, fragt mich nicht, aber ich denke mal, wahrscheinlich, falls einer bricht, so hat man zumindest noch einen Notfall. Aber ich denke mal, dann durch die Kette überträgt sich das schön. Das sind jeweils zwei Gummis drin. Müsste eigentlich gut halten. Normal dürfte da nichts passieren. Auf jeden Fall ein schön großes Ding. Also echt cool. Ich streame immer samstags 21 Uhr in meinem Kanal und sonntags bei Klemmbausteine Forever. Schöne Grüße. 10 nach 10 Frühstückstream. Und da baue ich halt dann immer ein bisschen weiter und zeige auch die Fortschritte. Da könnt ihr ja auch mal reingucken. Ich versuche es zumindest immer zu zeigen. Die Klemmfreunde fragen ja eh immer, was ich da baue, beziehungsweise wie weit ich schon bin. Zeige ich das sehr gerne. Hier sind Öffnungen, ich weiß nicht für was. Ich weiß noch nicht für was. Ich denke mal vielleicht für die Waffenkanonen. Keine Ahnung. Ne? Doppelklappe. Das ist schon cool. Das ist echt cool, wird echt schwer. Boah. Schöne Innenausstattung, alles toll. Ja gut, bei der Größe sollte man das schon erwarten. So. Ne? Das war's. Zeige ich euch noch schnell die Anleitung. Hier sieht man es ja, ne? Das hier habe ich gebaut, alles. Das da unten war der erste Karton. Das ist der zweite Karton. Und der dritte kommt dann, wird dann hier überbaut und kommt dann Kette dran mit Rädern. Alles drum und dran. Verzeiht mir, ich habe ein kleines Schnöperchen. Ist nochmal schön eingepackt. Zur Sicherheit, das hat Kobi sehr gut gemacht. Finde ich gut. Da ist die Anleitung besser geschützt, weil manchmal sind die Anleitungen so verbogen drin, ne? Finde ich ein bisschen schade. Hier hinten sieht man dann, was es noch alles so gibt. Den 2-in-1-Zug, die 2-in-1-Lok, die habe ich. Vielleicht versuche ich mal hier. Ich will es ja nur hinstellen. Ich will ja nicht fahren damit. Ich will einfach nur Displaymodell-Zug haben zum Hinstellen. Vielleicht hole ich mir dann noch da ein Anhänger und da ein und dann noch einen schönen Panzer hinten drauf oder irgendein Fahrzeug hinten drauf in 1 zu 35, glaube ich, passen die darauf besorgen und dann
schön das Diorama hinstellen irgendwie. Mal gucken. Das wäre mein erster Zug. Also das ist mein erster Zug. Bloß Anhänger bräuchte ich halt noch. Aber die hole ich mir auch noch. Haha. Freue ich mich auf jeden Fall. So, tun wir das mal auf die Seite. Jetzt zeige ich euch noch schnell die Adventskalender hier. Der, ne? Da habe ich drei Tütchen. Tütchen, genau. Ja, Tütchen. Da waren Tütchen drin, ja. Drei Türchen aufgemacht. Ich habe es mir mit Klebeband leicht verschlossen, damit ich es auch wieder schnell öffnen kann. Türchen 1, 2, 3. Da ist da was. Und zwar war, ich müsste jetzt lügen, ich glaube im ersten war das hier drin. Ups. Mit Schlitten. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Gestern habe ich ihn noch erwähnt im Livestream, jetzt habe ich es vergessen. Omega, genau, das ist Omega. Die gibt's aber schon in einem Set drin. Also, leider keine exklusiv. Dann, genau, in dem Set ist er drin. In dem, oh Gott, ich habe da auch den Namen vergessen. Hier, Landefunktion. Also, Landefunktion, so landet er und so fliegt er. Ne? Naja. Sind halt so schöne kleine Modellchen. Ich werde es halt dann ins Ersatzteillager legen, weil solche Tannensteine und solche Braunsteine kann ich gut gebrauchen für meinen Mock. Ich möchte ja einen Tatooine-Mock machen. Mein Bett habe ich schon leer. Das wird noch hochgeräumt. Ich habe es die Woche leider nicht geschafft, weil es hat ja einen halben Meter Schnee. Ja, es lag einen halben Meter Schnee und ich hatte viel zu tun draußen. Hier, und das ist Türchen 3. Ne? Naboo in 1. Also der Mandalorian in 1 Starfighter, würde ich mal sagen. Ja, putzig. Ne? So, dann nächste. Marvel. Ups, umgefallen. Marvel habe ich auch. Schneewäschchen gemacht, zack. Auch wieder drei, ne? Habe ich ja, ja, ein bisschen übertrieben. Mimi hat wieder zu viel gewollt. Ruhe Kräfte wollen. Da waren gleich zwei Figuren drin. Ersten Türchen, Iron Man. Und natürlich das Gute hier, zack. Aufklapper, Gott sei Dank. Das fand ich immer hier am schönsten. Das Aufklapper. Ich finde den, der wo. Ich finde den ganzen Helm nicht so schön gelungen. So Aufklapper ist er besser. Hier sogar mit ne, einem Computer. Normales Gesicht, alles gut, alles schick. Ist cool. Als wenn die Arme noch bedruckt werden, wäre er perfekt. Schade. Aber so ist er schon gut gelungen. Aber ich denke, den gibt es eh schon in den meisten Sets. Dann, Türchen 2. So ein weihnachtlicher Quinchet, würde ich mal sagen. Ne? Ja, erst dachte ich, hä, was ist denn das? Schlitten? Nee, ist ein Quinchet. Also, ja, okay. Auch Ersatzteillager wieder. Und das Spannendste wieder, eigentlich kaufe ich es mir ja nur wegen den Figuren. Hier Spidey mit schönem Pulli. Leider keine Dual-Mode-Beine oder besonderen Beine, schade. Aber hier Spider-Man Pulli. Das ist cool. Das ist schick. So, und zum Schluss zeige ich euch noch das, was mir meine Schwester so mal geschenkt hat. Und ich dachte, what? Das ist ja voll toll. Das ist ein altes Set von 1995. Und zwar tada, den hier. Da haben mir nur zwei Teile gefehlt. Und zwar das hier. Seht ihr das? Hier, das ist in Tann. Das sollte eigentlich hier in Altgrau sein. Aber passt, alles gut. Stört mich nicht. Behalte ich sowieso. Und den 1x4 Blick hier in Grau, der sollte in Schwarz sein.
Aber wie gesagt, ein tolles Set. Es ist wie neu. Guckt es euch mal an. Ich habe nichts gewaschen, gar nichts. Ich habe den so von meiner Schwester übernommen. Den hat sie mir so gegeben. Die hat gesagt, mein Schwager, der hat das einfach jahrelang irgendwo liegen lassen, glaube ich. Und den hat sie mir jetzt so gegeben. Mit Originalkarton noch und Innenausstattung, also Innenausstattung sage ich schon. Mit Karton und Innenfüllung. Also hier das Innenleben, genau, so muss ich sagen. Hier, ne? Aufklappbar. Hier noch die Teile fürs B-Modell, sorry. Alles gut. Leider fehlen die Aufkleber. Es sind aber nur vier, zwei, drei, glaube ich. Der vordere hier und so ein seitlicher Pfeil hier und auf der anderen Seite auch. Das war's. Aber cool, oder? Und eigentlich noch in gutem Zustand. Ja, hier ein bisschen kleiner Riss und hier die Ecken ein bisschen. Ja, aber sonst toll. Ja, den hat sie ja so aufgemacht, ey. Aber wie gesagt, sonst schick. Alles gut, alles toll, schick. Ich werde ihn mir behalten. Wahrscheinlich werde ich ihn nicht verkaufen, ne? Selbst die Anleitung, die ist echt noch in gutem Zustand. Finde ich echt toll. Genau, muss man so bauen. Das ist wieder Täuschung. Hier sieht es so aus. Wenn du nur aufklappst, musst du ihn drehen. Aber echt cool, ne? Da hast du halt dann schon hier Teileanzahl, ne? Was du brauchst. Also wirklich echt cool. Ich bin hellauf begeistert. Die kleinen hier, die hier, die sind leider schon ein paar waren gebrochen. Ich habe aber Gott sei Dank noch genug Ersatzteile von alten Sets. Hier sogar mit Maßband. Cool. Für die Schläuche, ne? Echt toll. Und irgendwo müsste das B-Modell anfangen. Genau hier, ne? Selbst das ist hier drin. Also echt toll. Und man konnte es auch früher, schöne alte Bildchen, motorisieren. Ne? Hier, seht ihr das? Moment. So, hier, genau. Musste man das hier dazu kaufen. Das kannte ich auch noch, ja. Ich habe es mir leider nicht gekauft früher, schade. Hätte ich gerne gemacht. Hätte ich es mal gemacht, ja, das wäre es gewesen. So, ja, ist dazu die Anleitung auch. Wie man es umbaut, was man dran baut. Ne? Schon cool. Ja, schon geil. Echt toll. Ach, sowas gefällt mir. Die guten alten Zeiten. So, jetzt zeige ich euch noch kurz Funktion. Da gibt es eigentlich nicht viel. Also ihr könnt hier, ne? Hoch, runter, links, rechts. Je nachdem, ihr halt fliegt, ne? Vorwärts, zurück, seitlich, ne? Ist klar. Und, dass man sich ein bisschen gerade stellt, nicht, dass mir auf die Finger haut. Das Ding dreht sich butterweich. Also, funktioniert alles schick. Hinten auch, Propeller. Selbst hier der Motor, ne? Ist alles butterweich. Also wirklich toll. Echt toll. Einfach schick. Den roten Hubschrauber von früher, den habe ich auch noch. Dann werde ich da dazustellen. Ach, genau. Was ich euch noch zeigen wollte. Haha, jetzt hört es gerade ein. Ich habe ein bisschen gebastelt. Der Mimi hat sich ein bisschen gespielt. Das ist eigentlich, ja, es ist nicht meine richtige Signature-Figur. Aber so bin ich samstags immer im Stream zu sehen mit Kapuze, mit Pulli, Kapuze und roter Mütze. Und der liebe Binglong hat mir hier eine Fliese bedruckt. Ich finde es echt lustig, echt cool. Das Mimi, das kam von Let's Brick. Das war Let's Bricks Idee. Und das hat mir so gut gefallen. Mimi, Mümpfe, das kam von Brickman. Weil Moderatoren in Live-Chats blau sind, ne, und Schlümpfe, und ich heiße ja Müller, ne, also Mümpfe. Das kam dann da irgendwie so raus, und seitdem. Aber cool, habe ich mir so einen kleinen Stand gebaut. Ja. Finde ich cool. Schön, gefällt mir. Aber es ist noch nicht das Endprodukt, sagen wir es mal so, also die Endphase.
So habe ich wenigstens jetzt auch mal eine Figur für mich. Also, die wo mir ähnlich sieht. Ja, ich bräuchte einen Kopf mit 3 Tagesbart, das wäre besser. Aber es ist nicht so einfach. Muss ich mal gucken. So, Leute, auf jeden Fall, es hat mir Spaß gemacht, wieder ein Video zu machen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Mal auch wieder zu, wenn ich Karton 3 fertig gebaut habe, werde ich euch wieder ein Update geben. Wie gesagt, bin gerade dabei. Hier, Moment, das kann ich euch zeigen. Hier, zack, Tüte 3. Kurzen Teaser, oder wie sagt man hier, das wird dann gebaut so. Ne? Das kommt jetzt dann alles dran. So, das kommt dann also nächste Woche dran. Am Dezember, ja, nächste Woche, da ist straffes Programm. Ich werde bei Lego bestellen, den Venator, also ich werde mir den Venator noch holen. Das wird ein straffes Programm. Das ist eigentlich mein Weihnachtsgeschenk. Ist eigentlich das schon ein Weihnachtsgeschenk, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Es ist aber mein Hobby und es macht mir echt Spaß, was zu bauen, was zu klemmen. Wenn ich mocke und selber dann meinen Kopf noch besser anstrengen muss, also meinen Kopf selber anstrengen muss und nicht nach Anleitung bauen muss, dann wird es noch schwieriger. Ja, dann wird es erst herausfordernd für mich. Wie gesagt, eins nach dem anderen. Ich bin ja erst noch in der Lernphase. Aber alles gut, wenn ich einige Mocker sehe, die wo so Städte bauen, da bin ich echt begeistert davon. Das gefällt mir. Ich bin halt Star Wars-Fan. Deswegen kommt bei mir eine Tatooine, also kommt bei mir Tatooine hin, Cantina wird vergrößert. Sandcrawler, die Razorcrest stelle ich hin, ne Millennium Falcon. Mal gucken. Eins nach dem anderen. Also Leute, es hat mir wieder Spaß gemacht. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Abo da, Daumen hoch, ne, auch bei meinen Freunden. Ich werde sie eh unten verlinken. Auf jeden Fall. Vielleicht bis Samstag abends 21 Uhr streame ich wieder oder sonntags beim Frühstückstream bei Klemmbausteine Forever beim Hans. 10 nach 10. Spätestens da sehen wir uns dann, ne? Also Leute, jetzt muss ich los in die Arbeit. Jetzt wird's lustig. Gott sei Dank schneit es nie mehr. Ha! Oder Gott sei Dank, vielleicht schade, hätte ich zu Hause bleiben können. Naja. Also Leute, macht's gut. Tschüss.